Obwohl die beiden PSG-Superstars Neymar und Mbappé nicht mitwirken konnten, sicherten sich die Pariser einen komfortablen Sieg über Saint-Étienne. Ligue-1-Meister Paris Saint-Germain hat nach dem komfortablen 4:0 Heimsieg über AS Saint-Étienne am Freitagabend einen neuen Rekord aufgestellt. Das Team unter der Leitung von Thomas Tuchel gewann damit jedes der bisher 6 Pflichtspiele in der aktuellen Saison. Dadurch knackt Tuchel den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Siege nach Amtsantritt. Dieser wurde bislang von Carlo Ancelotti gehalten. Erlebe die Liga eine live und auf Abruf auf RZN, hol dir jetzt deinen Gratismonat. Die Superstars Kylian Mbappé, gesperrt, und Neymar, geschont, beobachteten von der Tribüne aus, wie ihre Mannschaftskameraden den perfekten Saisonstart ausbauten. Julian Draxler, Edinson Cavani, Angel Di Maria und Moussa Diaby trafen beim Triumph über Saint-Étienne, der zu keinem Zeitpunkt in Gefahr war. Liga 1, PSG in der Tabelle wieder souverän vorne. Damit stehen die Hauptstädter weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze und setzen sich bereits früh in der Saison von der Konkurrenz ab. Der Abstand zum zweitplatzierten Dijon beträgt aktuell 6 Punkte. Thomas Tuchel trainiert seit Beginn der aktuellen Saison das Pariser Star-Ensemble. Zuvor war der deutsche Coach für den 1. RSV Mainz 05 und Borussia Dortmund tätig. Mehr zu Thomas Tuchel und PSG.